Laut Fahrplan erreicht dieser Zug Mikowajke um 14.30 Uhr. Ich sage Ihnen zum tausendsten Mal, wir haben eine Signalstörung auf der Strecke. Es ist jetzt 14.43 Uhr. 14.43 Uhr? Mhm. Moment mal, jetzt sind wir tatsächlich an Mikowajke vorbeigefahren. Ich sag's euch, die Frau kommt nur wegen ihrem Erbe hierher. Mama, ihr Vater ist gestorben. Sie möchte bestimmt nur noch ein paar Sachen über ihn erfahren. Hätte sie auch anrufen können. Ja, hätte sie. Ach, Schwesterherz. Liegt es eigentlich an deinem Beruf als Pflegerin, immer das Gute in den Menschen zu sehen? Im Moment sehe ich, dass du noch hier bist. Müsstest du nicht längst Frau Waldmann abholen? Ich spüre es in jedem Knochen. Diese Frau bedeutet Ärger. Nichts als Ärger. Gut, dann gehe ich jetzt mal den Ärger abholen. Raus! Sie können froh sein, dass ich nicht die Polizei rufe. Oh, nö. Waldmann? Korrekt, Sie sind mein Taxifahrer. Ja, wo kommen Sie denn jetzt her? Irrtum des Schaffners, er dachte, er hätte den Bahnhof verpasst. Ach, Sie waren es mit der Notbremse? Ja. Sie wissen schon, dass wir hier in Polen den Fahrpreis nach Gewicht berechnen. In keinem meiner Reiseführer wurde ein derartiges Prozedere erwähnt. Na ja, keine Sorge, bei Ihnen dürfte es nicht allzu teuer werden und bei Ihrem Koffer drücke ich mein Auge zu. Wo ist denn Ihre Waage? Das war ein Scherz. Mhm. Marek Kowalski. Dorotas Bruder. Morgen. Otschme. Hier entlang. Wir fahren mit dem Boot. Ja, über den See ist es viel schneller als mit dem Wagen. Ich ziehe Straßen dem Wasserweg vor. Warum? Kann nicht schwimmen. Ja, soweit ich weiß, wurden Boote extra dafür gebaut, dass man eben gerade nicht schwimmen muss. Frau Waldmann?
damit kann Ihnen jetzt gar nichts mehr passieren. Ah, ich helfe Ihnen. Achtung. Schon einmal durch. Ich fahre die Strecke wirklich jeden Tag. Die ist vollkommen ungefährlich, glauben Sie mir. Bitteschön. Entschuldigung. Bitteschön. Grzegorz, rozwiąż uns wódkę. No pewnie, ale tylko dla ciebie. Alles klar? Danke dir. Dobra, możesz jechać. Dauert nicht lange. Die anderen 999 masurischen Seen lassen wir heute lieber mal aus. Eine Verallgemeinerung, die so nicht den Tatsachen entspricht. Es sind mehr als 3000 östlich der Weichsel. Der Ursprung dieser Seenlandschaft liegt in der Eiszeit. Letzte war vor 30.000 Jahren in den Erdsenken entstanden. Nach Abzug der Gletscher, es befindet sich Wasser im Boot. Tja, dann werden wir wohl sinken, schätze ich. Soll ich schon mal das Rettungsboot klar machen? Frau Waldmann, beruhigen Sie sich. Masurische Seenplatte, eiszeitliche Moränenlandschaft, größter Süßwasserspeicher Polens. Wasserfläche 1700 Quadratkilometer. Es ist bloß Regenwasser. Die größten Seen sind der Snoqualmie-See mit einer Fläche von 114 Quadratkilometern und einer Tiefe von 23,4 Metern. Und der Mamre-See mit einer Fläche von 104 Quadratkilometern. Frau Waldmann, es ist alles in Ordnung. Es ist bloß Regenwasser. Und 44 Metern Tiefe. Wir werden nicht sinken. Nein, ich verspreche es Ihnen. Ja? Und der Nigotschinsee mit einer Fläche von 26 Quadratkilometern und einer Tiefe von 39,7 Metern. Und der Jeschoraksee mit einer Länge von 30 Kilometern und einer Fläche von 35 Quadratkilometern und einer Tiefe von 13 Metern. Und der Belandisee mit einer Länge von 12 Kilometern. Janusz, immer ein bisschen verzögern, wenn die Fliege hinter dir ist. Dobrze, versuche ich. Ah, so schön. Da kommen sie! Hallo! Hallo, Onkel Marek! So, da sind wir, Jakob. Toto, super! Verspätung, was? Ja, das kann man so sagen. Nimmst du mal? Ich mach vorne fest. Vitamina Masura. Willkommen in den Masuren, wie man hierzulande sagt. Bitte schön, Frau Waldmann. Steigen Sie aus. Sabine Waldmann, ich grüße Sie. Ich helfe Ihnen mal mit der Weste. Hm? So, das haben wir gleich. So. Ja, ich bin Jakob und das ist Janusz. Herr Jakob, Janusz. So, dann gehen wir mal zum Haus. Wer ist das, Onkel Jakob? Das ist die Tochter von Hans. Sie ist genauso, wie er sie beschrieben hat. Noch gepusht, Swami? Ich komme mit! Waldmann, da sind Sie ja. Herzlich willkommen. Meine Schwester Dorota. Es war bestimmt ziemlich viel los auf dem Wasser heute, oder? Bei dem schönen Wetter? 43 Segelboote, 4 Surfer, 8 Kajaks, 9 Kanus und ein Dreimaster. Zuzüglich der Boote, die ich aufgrund mangelnder Sicht leider nicht berücksichtigen konnte.
Hast du auch alle Vögel gezählt? Sei nicht so frech. Dazu hätte ich ein Fernglas benötigt. Marta Kowalski. Meine Mutter. Witam Panio. Janosz Tomek, ihr habt den ganzen Tag gespielt, jetzt sind die Hausaufgaben dran. Ach, so ein Mist. Oh nee. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich bring mal das Gepäck rein. Okay. Ja, mein Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke, könnten Sie mir jetzt bitte mein Zimmer zeigen? Ja, Sie wohnen bei uns im Haupthaus. So, wenn Sie noch irgendwas brauchen, anderes Kopfkissen oder mehr Kleiderbügel, dann sagen Sie einfach Bescheid. Ich habe Ihren Vater bis ganz zum Schluss gepflegt. Am Ende ging alles sehr schnell und er ist friedlich eingeschlafen. Und wie ist er gestorben? Friedlich. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Und was hat sie gesagt? Nichts. Und über ihren Vater will sie erst recht nicht sprechen. Ich habe doch gesagt, die kommt nur wegen dem Geld. Das kannst du doch überhaupt nicht wissen, Mama. Was denn? 2 Jahre lang hast du Hans in Deutschland gepflegt. 2 Jahre lang kein Besuch von ihr, kein Anruf, kein Brief, nichts. Und auch von Hans nie ein einziges Wort über seine einzige Tochter. Ist das normal? Naja, auf jeden Fall ist sie uns herzlich willkommen. Genau wie ihr Vater und wie jeder Gast. Gottes Willen, was treibt die denn da? Was zum Teufel machen Sie denn da? Gut, dass Sie da sind. Ich kriege den Schrank alleine nicht in die richtige Position. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Das können Sie meinetwegen bei sich zu Hause machen. Und was genau wäre die richtige Position? Marek, um eine optimale Wohnqualität zu erreichen, ist es ratsam, die Möbel auf möglichst geringen Raum rechtwinklig zueinander auszurichten. Na klar. Ein Leben in Rechtwinkligkeit bringt Ruhe und Behaglichkeit. Bei mir zu Hause stehen die Möbel genauso, bis auf den Schrank. Ihre Schwester hat mir gesagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Ja gut. Also, wohin? Gegenüber vom Bett. Direkt vors Fenster? Ja. Na ja, gut. Was haben Sie da eigentlich in diesen Dosen, wenn ich fragen darf? Ich ernähre mich nach dem Standardmahlzeitenmodell. Standardmahlzeitenmodell? Ja. Das ist ein wissenschaftlich ermitteltes Programm, welches mir eine maximal ausgewogene und gesunde Ernährung bei minimalen logistischen und kognitiven Aufwand sichert. Sie kommen hierher und bringen sich Ihr eigenes Essen mit? Ich musste es für die 3 Tage meiner Reise nur geringfügig anpassen, wobei der Nährwert von Trockenfleisch durchaus dem von Frischfleisch entspricht. Uiuiuiuiui. Trockenfleisch. Als ob ich nicht kochen könnte. Rot oder blau? Hat Hans dir eigentlich mal was über seine Tochter erzählt? Rot. Du hättest mir ja sagen können, dass sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Du und deine Geheimniskrämerei. Und da wunderst du dich, dass ich dich nicht heiraten will. Ja, würdest du denn einen Mann heiraten wollen, der kein Geheimnis bewahren kann? Nein. Streich nur die Türen rot, der Rest bleibt, wie er ist. Janosz Tomek, Zeit fürs Zähneputzen. Dann lese ich dir noch eine Geschichte vor. Janosch, kommst du bitte? Janosch, oh Mann. Frau Waldmann, haben Sie schon zu Abend gegessen? Oder möchten Sie was trinken? Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Ich habe in den Hinterlassenschaften meines Vaters diese Urkunde gefunden. Demnach besitzt er hier ein Grundstück. Das ist richtig. Ich brauche dieses Grundstück nicht. Ich will es Ihnen zurückverkaufen. So einfach geht das aber nicht. Die erbrechtlichen Formalitäten sind bereits geklärt. Ich habe morgen einen Termin bei einem Notar, Nikolaiken. Der hat schon alles vorbereitet. Und dann wollen Sie das Geld am besten gleich mitnehmen, oder wie? Ich trage nicht gern Bargeld bei mir, deshalb schlage ich eine Überweisung vor. Mein Bruder meint das, glaube ich, ein bisschen anders. Keine Überweisung? Nein, ich meine, Ihr Vater hat hier kein Grundstück gekauft.
Wieso nicht? Ich habe doch die Urkunde. Er hat investiert in unser Geschäftsmodell. Agrotourismus und Büffelzucht. Nikolaiken ist 1303,8 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Warum sollte mein Vater hier in einen Bauernhof investieren? Ganz einfach, weil er von unserem Konzept überzeugt war. Aber keine Sorge, das Geld ist gut angelegt, mit Garantie auf eine 10%ige Gewinnbeteiligung. Ihre Ausführungen ergeben keinen Sinn. Mein Vater war alt und krank, was sollte er mit einer Gewinnbeteiligung? Und über was für eine Summe reden wir hier überhaupt? 80.000 Euro. 80.000 Euro, und die hat er ihm geschenkt? Nein, nicht geschenkt, investiert. Wir nehmen keine Geschenke an. Im Gegenteil, wir mussten Ihrem Vater das Grundstück als Sicherheit regelrecht aufdrängen. Frau Waldmann, ich habe Ihren Vater die letzten beiden Jahre gepflegt und ich kann Ihnen versichern, dass er alle seine Entscheidungen bei klarem Verstand getroffen hat. Woher haben Sie diese Kette? Oh, die hat Ihr Vater mir geschenkt. Die Kette meiner Mutter. Sie hatten Sex mit meinem Vater. Was? Er hat Ihnen all sein Geld gegeben, weil Sie Sex mit ihm hatten. Doch, Dorota, genau das kann ich. So. Und jetzt raus. Wer meine Familie beleidigt, schläft nicht unter diesem Dach. So. Wo soll ich denn jetzt hin? Es ist bereits dunkel. Na, dann rufen Sie sich ein Taxi oder den Sternenmann. Es fällt Ihnen schon was ein. Zwei, drei, fünf, sieben, puh. Elf, 13, 17, 19, 23. Dein dämlicher Stolz. Hättest du ja nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommen können. Ja, wie denn? Naja, von den 80.000 haben wir doch noch längst nicht alles ausgegeben. Wenn wir ihr 10 oder 20.000 geben, dann haben wir vielleicht erstmal Ruhe. Es ist nichts mehr da. Was? Hallo? Super günstige Fahrräder für die Feriengäste. Neue Kanus und Schnäppchen. Boards für Standard-Paddling. Super Sonderangebot. Und wo bleiben die Touristen? Und jetzt hast du auch noch die neue Melkanlage mit Kühlung bestellt. Wann? Und vor allen Dingen warum? Die habe ich aus einer Insolvenz letzte Woche. Die Geräte sind gebraucht, aber so gut wie neu. Du hast doch selber gesagt, wir müssen aufs Geld achten. Ja, aber doch nicht so. Manche Leute sagen, der Himmel über Masuren sei das Schönste an der Landschaft. Darf ich? Wer ist eigentlich der Sternenmann? Bei uns in Polen bringt am Heiligen Abend nicht der Weihnachtsmann die Geschenke, sondern der Sternenmann. In Begleitung seiner Sternenjungen. Mhm. Wir waren uns doch einig. Ich fahre nur so lange nach Deutschland zum Arbeiten, wie es unbedingt nötig ist. Ja, deswegen investiere ich doch, Dorota, in unsere Zukunft.
Die neue Melkanlage ist viel leistungsfähiger. Kann ich die Herde vergrößern, die Produktion steigern und irgendwann verdienen wir dann so viel Geld, dass du Janusz und Tomek nie wieder alleine lassen musst. Und wovon willst du die neuen Büffel bezahlen? Darüber hast du dir keine Gedanken gemacht, ne? Aber Frau Waldmann wirfst du mitten in der Nacht aus unserem Haus. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Wo wollen Sie denn hin mit dem Riesenkoffer? Mikowajki. Dann wollen Sie bis dahin ziehen. Das sind bestimmt gut 4 Kilometer. Exakt 4,68 Kilometer. Aber den Koffer zu schieben, das wäre wesentlich anstrengender. Bleiben Sie doch mal stehen. Wieso? Ich fahre Sie jetzt zum nächsten Bauern und der kann Sie nach Mikowajki mitnehmen. Hm? Mein Gewicht beträgt 54,7 Kilogramm. Zuzüglich des Koffers. Mein 56,2. Passt schon. Und los! Sag mal, wo bleibt denn Pola heute? Ach, die kommt schon noch. Guten Morgen. Pola, wo hast du die schönen Blumen her? Ach, ich dachte mir, ich flechte eine Girlande draus für Onkel Dimitris Namenstag. Schöne Idee. Da helfe ich dir gleich. Habt ihr eigentlich schon wieder Gäste? Ja, bis gestern war Frau Waldmann noch da. Mir kam nämlich eben auf der Landstraße so eine komische Frau entgegen mit einem Rollkoffer im Schlepptau. Was? Die ist noch da? Wo hatten die übernachtet? Woher soll ich das wissen? Die wollte nach Mikowajki. Verhalten ist seltsam. Mein Verhalten? Es ist unvernünftig und gefährlich, sich auf eine Straße zu legen. Machen Sie so etwas öfter? Nein. Erst seitdem ich Sie kenne. Bitte steigen Sie aus. Ich muss nach Mikowajki. Ich habe dort am Nachmittag einen Notartermin. Dann bringe ich Sie dahin. Ist das okay? Wozu haben Sie den Traktor überhaupt angehalten? Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Das mit dem Rausschmiss gestern Abend, das tut mir leid. Angenommen. Das Grundstück. Wollen Sie sich nicht wenigstens einmal ansehen, bevor Sie es verkaufen? Wozu, wenn ich es nicht benötige? Ich würde Ihnen trotzdem gerne was zeigen. Das sind unsere Felder und Äcker. Kowalski-Hof ist seit 3 Generationen im Besitz meiner Familie. Jetzt führe ich ihn. Die Liebe zum Land und den Tieren habe ich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Ist das denn ausreichend als Qualifikation? Ja, zum Melken reicht's. Nein, ich habe auch ökologische Landwirtschaft studiert. Mhm.
Ja, und hier können sich die Gäste dann aktiv am Hofleben beteiligen. Aber natürlich auch Wandern, Rad- und Bootstouren. Entschuldigung. Eben Natur ganz nah und intensiv erleben. Agrotourismus. Ich habe gar keine Gäste gesehen. Ja, weil die Saison gerade erst beginnt. Den ganzen Sommer über sind wir ausgebucht. Aber jetzt geht's erstmal zur Büffelwiese. Kommen Sie. So, hier lang. Danke. Das alles hier, das ist mein Traum. Eines Tages werden wir mit dem Aktivurlaub, dem Büffel und dem Käse genug Geld verdienen. Und wovon leben Sie jetzt? Bis dahin sind wir auf das Einkommen von Dorota angewiesen. Sind wir nicht hierher gekommen, damit ich mir das Grundstück meines Vaters ansehe? Sie stehen drauf. Das? Das ist es? Na ja, das alles hier. Die Wasserbüffel sind nur eingezäunt, damit sie nicht im Wasser abhauen können. Sie haben meinem Vater ein Stück Sumpf verkauft. Dieses Stück Sumpf, wie Sie es nennen, das ist das Herzstück meiner Büffelzucht. Wasserbüffel brauchen? Wasser? Ganz genau. Das ist mein einziges Stück Land mit Seezugang. Und warum haben Sie es dann verkauft? Ich habe es nicht verkauft. Ich habe es Ihrem Vater lediglich als Sicherheit überschrieben. Aber wenn es für Sie so wichtig ist, warum haben Sie nicht einfach ein anderes Stück Land genommen? Weil er dieses Stück Land geliebt hat. Das hier ist mein Paradies, hat Ihr Vater gesagt. Was Sie sagen, ergibt keinen Sinn. Mein Vater lebte in Frankfurt als Pflegefall. Er war 3 Wochen hier. Negativ. Das kann nicht sein. Er war hier. Fragen Sie ab meine Schwester. Ja, es war ein Herzenswunsch Ihres Vaters. Und den konnte ich ihm doch nicht abschlagen. Und es ist nicht so, dass ich dabei eine Grenze überschritten hätte. Aber Sie sind doch mit ihm von Deutschland nach Polen gereist. Ja, das stimmt. Warum wollte er ausgerechnet hierher? Hans hat sich immerzu nach meiner Familie erkundigt. Nach meinen Kindern, nach meinem Zuhause. Und da habe ich ihm wohl so viel davon erzählt, dass er es unbedingt einmal sehen wollte. Für andere Menschen hat sich mein Vater nie interessiert. Die Menschen ändern sich, wenn das Leben zu Ende geht. Warum haben Sie Ihren Vater nie besucht? Er wollte es nicht. Ja, aber warum? Wir haben uns nicht verstanden. Wo ist der Vater Ihrer Kinder? Wir haben uns nicht verstanden. Hat er Asperger? Was? Nein, er ist einfach nur ein Idiot. Mein Vater war im Pflegefall. Wie konnte er in seinem Zustand reisen? Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Er war medikamentös sehr gut eingestellt. Er war 3 Wochen hier. In den Abrechnungen des Pflegedienstes sind diese Sonderleistungen nirgendwo vermerkt. Ihr Vater war natürlich unser Gast. Er gehörte in der Zeit praktisch zur Familie. Deshalb hat er Ihnen dann auch das Geld gegeben. Nein, das Thema hatten wir doch schon. Ihr Vater war ein guter Mensch. Gott sei seiner Seele gnädig. Erster Stock, 2. Tür links. Ah. Ich rühre mich nicht vom Fleck, okay? Warum? Ich warte hier auf Sie. Danke. Jetzt ist es nur noch eine Formalität. Morgen kann ich Ihnen den Abschein aushändigen. Dann sind Sie die Besitzerin eines Seegrundstücks in Masuren. Mein Glückwunsch. Wie kann ich es am schnellsten verkaufen? Sie haben es doch gerade erst geerbt. Ich brauche kein Grundstück, ich brauche dringend Geld. Können Sie mir helfen? Sicher. Bitte setzen Sie sich. Gut. Wie schnell können Sie es verkaufen? Ich habe das Grundstück ja noch gar nicht gesehen. Ich zeige es Ihnen. Gehen wir? Es geht nicht. Ich habe Termine. Dann morgen Vormittag, 11 Uhr? 11 Uhr morgen Vormittag. Bis morgen. Ja. Danke. Mama, fahr nicht so schnell. Ich komm nicht nach. Mensch, Tomek, vielleicht kannst du mir
Na, wie läuft's mit Frau Waldmann? Irgendwie werde ich aus ihr nicht schlau. Einerseits ist sie liebenswert, direkt und offen. Und andererseits, wenn ich ihr zum Beispiel den Hof zeige, dann beeindruckt sie das nicht. Berührt sie nicht. Die Tiere nicht, das Land nicht. Jeder andere staunt, freut sich, bewundert das alles. Das hat Gründe, Marek. Was sind für Gründe? Asperger-Syndrom habe ich noch nie gehört. Heißt das, sie ist geisteskrank oder was? Nee, das heißt es gerade nicht. Asperger, das ist so eine Art Fehlfunktion. Also auf jeden Fall ist es keine Krankheit. Dann ist Möbelrücken also heilbar. Krankheit oder Fehlfunktion ist doch egal. Die Arme ist nicht ganz richtig im Kopf. Und du machst ja auch noch schöne Augen. Mama, das ist ja jetzt totaler Quatsch. Warte, hier steht's. Menschen mit Asperger haben stark eingeschränkte Fähigkeiten im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation. Sie sind mathematisch und analytisch oft hochbegabt. Sie haben oft motorische und koordinatorische Probleme, einen auffälligen Hang zur Ordnung und Struktur und sie reisen nicht gerne. Ja, aber Frau Waldmann ist doch gereist. Über 1000 Kilometer. Ja, na und? Willst du jetzt damit sagen, sie hat deswegen keinen Dachschaden? Mama, ich weiß nicht, ob du da mitreden kannst. Soweit ich weiß, bist du nie aus Mikowaiki rausgekommen. Aber ordnungsliebend und analytisch begabt. Im Prinzip ist das doch genau die richtige Frau für dich. Ja. Hallo? Hier. Ah, hallo, Frau Waldmann. Es sind exakt 54 Stück. Was meinen Sie? 54 Kaulquappen schwimmen in der Wanne. Schauen Sie. Zoologen unterscheiden bei der Entwicklung vom Froschlurch Ei bis zur Vollendung ihrer Metamorphose 46 durchnummerierte Reifestadien nach der sogenannten Goschner-Tafel. Aha, das wusste ich gar nicht. Aber warum haben Sie denn nicht in Ihrem Zimmer geschlafen? Im Bauwagen fühle ich mich sehr wohl. Er ist so... Übersichtlich? Genau. Übersichtlich. Aber Sie müssen sich Ihr Bad nicht mit anderen teilen. Sie können gern das Bad im Gästezimmer benutzen. Gut. Moment. Danke. Bitte. Ich schätze, wir hatten einen ziemlich schlechten Start, oder? Gab es ein Wettrennen? Wie? Nein, das sagt man nur so. Wollen Sie nicht bei uns frühstücken? Gern. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Na, Janosch, die Pierogi für Onkel Dimitri morgen müssen aber besser werden. Da musst du noch ein bisschen üben. Pola kommt gleich, die wird uns helfen. Ich wüsste beim besten Willen nicht, wie wir hier ohne Pola zurechtkommen sollten. Komm, sag's schon, Mama. Ja, ich verstehe nicht, wieso du dich von ihr getrennt hast. Ihr wart doch glücklich. Hätte ich mich dann von ihr getrennt? Ach. Ich grüße Sie. Ah, Frau Waldmann. Kaffee? Nein, danke, aber einen Löffel bitte. Sehr gern. Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Wir haben frisches Brot da. Nein, danke. Ich nehme morgens nur etwas Obst und 45 Gramm Dinkelflocken mit 200 Milliliter Sojamilch zu mir. Sojamilch? Wir haben leider nur Ziegen- oder Büffelmilch. Ersatzweise macht es auch ein Glas Wasser. Gern. Soll ich es wiegen? Nicht nötig. Frau Kowalski, Sie tragen die Kette gar nicht mehr. Das ist mir schon gestern aufgefallen. Ach so, ich dachte, das stört Sie. Das ist doch die Kette Ihrer Mutter. Irrelevant. Mein Vater hat sie Ihnen geschenkt. Sie gehört Ihnen. Bitte schön. Danke. Kowalski? Ja? Mhm. Morgen, ja, das kriege ich hin. Mhm. Habe ich mir schon gedacht. 20.000, maximal. Nein, die ist 80.000 Euro wert. Nie im Leben. Als Bauland würde man sie Ihnen aus der Hand reißen. Aber so sumpfig, das müssten Sie erst mal alles drainagieren, trockenlegen. Inakzeptabel. Ich muss dieses Grundstück so schnell wie möglich verkaufen. Ich versuche es, aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Und mehr als 25.000 sind nicht drin, das sage ich Ihnen jetzt schon.
Schlechte Laune? Komm her, kannst du mir helfen? So. Gib mir das mal. Janosch, du kennst das doch. Eine Kollegin wird krank und deine Mutter muss einspringen. Das ist ein Notfall, da hilft man. Hilfst mir ja auch, wenn mir der Rücken wehtut. Brauche einen Spaten und eine Kette. Wie, jetzt gleich? Ja, Sie haben doch bestimmt eine Ankerkette auf Ihrem Boot. Ja, schon, aber... Es ist wirklich wichtig. Na gut, dann suchen wir eine Kette. Was machst du da? Ich baue einen Graben. Mama muss schon wieder weg. Ja, aber sie kommt ja immer wieder. Magst du mir ein bisschen helfen? Schau mal, da ist ein Spaten. Du kannst schon mal vorne zu meinem Spaten gehen. Was soll das hier sein? Wir machen einen Graben. Warum sperren Sie die Weide ab? Weil sie mir gehört. Eine Maßnahme zur Wertsteigerung des Grundstücks. Das Vieh zerstört die Grasnarbe und muss deshalb ferngehalten werden. Ja, wie bitte? Also meine Tiere dürfen jetzt nicht mehr auf die Weide. Und was genau machen Sie da mit dem Spaten? Entwässerungsgräben sind ebenfalls eine Maßnahme zur Wertsteigerung. Wollen Sie mich jetzt auf den Arm nehmen? Nein. Dazu fehlen mir die physischen Voraussetzungen. Janosch, geh bitte hoch ins Haus. Ich will nicht. Was soll ich denn da? Danke. Das haben Sie ganz toll hinbekommen. Eine endgültige Beurteilung der Drainage kann erst nach Ihrer Fertigstellung erfolgen. Wie lange musst du eigentlich in Deutschland bleiben? Ach, keine Ahnung, bis meine Kollegin wieder gesund ist. Naja, sie ist positiv. Alles, was du dort verdienst, hilft euch hier auf dem Hof. Ja, das ist auch wieder recht. Was findet Marek eigentlich an dieser Deutschen? Die lügt nicht. Jetzt mach du mir auch noch Vorwürfe. Das Ganze ist über ein Jahr her. Ja, aber Paula, wenn das Vertrauen einmal weg ist... Janosch will nicht kommen. Wir bauen einen Graben mit Frau Waldmann. Ein Graben? Ja, sie hat die Weide abgesperrt, will sie trockenlegen und dann verkaufen. Ich sag doch, die spinnt. Und Janosch? Ja, lass ihn buddeln, das tut ihm ganz gut. Muldenvolumen 16,3 Kubikmeter, Einstauhöhe 0,3 Meter und Klärungszeit 18,5 Stunden. Was redest du denn da? Ich berechne die Entwässerung des Grundstücks. Ich finde Rechnen doof. Spielst du gerne Fußball? Ja. Trainierst du, damit du besser wirst? Na klar. Mathematik kann man genauso trainieren und Spaß haben. Wart mal.
Was ist das? Das ist ein Zauberwürfel. Man muss so lange überlegen und drehen, bis alle Seiten wieder eine Farbe haben. Siehst du? Hier, guck mal, Mama. Das ist ein Zauberwürfel. Und jetzt? Du. Das zeige ich Tomek. Tomek! Wo bist du? Fahren wir morgen gemeinsam nach Deutschland? Wieso? Naja, sie haben nur Essen für 3 Tage dabei. Die sind morgen um. Abreise ist keine Option. Nein? Ich kann nicht ohne das Geld zurück. Wieso nicht? Ich habe meine Arbeit verloren und kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Das tut mir leid. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Controllerin bei einer Bank. Ich mache meine Arbeit gern und ich mache sie gut. Ist es denn so schwierig für Sie, eine neue Stelle zu finden? Mit meinen Begabungen ist es einfach, aber eine Arbeit dann noch zu behalten, ist das Problem. Der Umgang mit anderen Menschen fällt Ihnen schwer. Korrekt. Ich weiß nie, was andere Menschen denken, so wie Sie jetzt gerade. Ach so, also ich denke gerade an Ihren Vater und Sie. Das war ja auch ein schwieriges Verhältnis, oder? Wie ich bin, konnte mein Vater nie verstehen. Aber Ihre Mutter, die konnte das? Ja. Sie wollte mich nicht verändern. Bitte. Die ist bei Ihnen besser aufgehoben. Im Grunde habe ich sie lediglich für Sie aufbewahrt. Danke. Ja, ich lege Ihnen dann morgen früh ein paar Sachen von mir raus, ja? Das heißt, ich kann hier bleiben? So lange, wie Sie wollen. Ineffizient. Ich brauche einen Bagger. Ich wollte Ihnen etwas anderes vorschlagen. Eine andere Maschine? Sie sollten das mit der Absperrung und der Drainage noch mal überdenken. Sie meinen, es gibt einen anderen Weg, den Wert des Grundstücks zu steigern? Wenn Sie jetzt nun doch einige Zeit länger hier bleiben wollen. Nein. Ich will nicht, ich muss. Dann sollten Sie mit der Familie Kowalski zusammenarbeiten. Eine Hand wäscht die andere sozusagen, bildlich gesprochen. Es ist immer besser, Brücken zu bauen, als welche abzureißen. Also von einem Brückenbauprojekt. Auf Wiedersehen. Dobrodzhenja. Habe ich irgendwas verpasst? Sie benötigen Unterstützung auf dem Hof. Hat es der Rota gesagt? Meine Schlussfolgerung entspringt simpler Arithmetik. Durch die Abreise Ihrer Schwester fehlt eine Produktivkraft. Der Betrieb muss jedoch Gewinne erwirtschaften, ich werde Ihnen also helfen. Und haben Sie schon mal auf dem Bauernhof gearbeitet? Im Internet gibt es einige sehr interessante Artikel zum Thema Landwirtschaft. Aha, da hätte ich mir ja mein Studium sparen können. Ein Studium ist mit flüchtigen Recherchen keineswegs zu vergleichen. Also, womit fangen wir an? Thank you.
Unser Büffelkäse ist naturbelassen und biologisch. Dafür bekomme ich sogar in Italien einen guten Preis. Gute Geschäftsidee, oder? Ohne genaue Kenntnis der Milchleistung Ihrer Tiere, dem aktuellen Preis für Büffelmilch sowie weiterer Faktoren, ist mir eine Verifizierung Ihrer Einschätzung nicht möglich. Danke. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Warum fragen Sie dann? Ja. Genau. Mit Hilfe einer moderneren Melkanlage könnte die Effizienz des Melkvorganges um ein Vielfaches gesteigert werden. Ach was? Ja. Und der Zeitaufwand für den Melkvorgang könnte drastisch reduziert werden. Genau. Und darum habe ich auch schon eine neue Melkanlage bestellt. Kommt nächste Woche. Dafür haben Sie all mein Geld ausgegeben. Ja, habe ich. Dafür. Onkel Dimitri sitzt natürlich hier in der Mitte. Na, Hauptsache in der Nähe der Wodkaflasche. Du weißt genau, was wichtig ist. Aber auf was wartest du bei Marek? Ich habe einfach den richtigen Moment noch nicht gefunden. Und warte bloß nicht zu lange. Ja. Du gibst wohl nie auf, oder? Was denn? Pola arbeitet für uns, ja. Aber tu nicht so, als ob sie zur Familie gehören würde. Für mich tut sie das. Wodka ist noch genügend da für die Feier. Machen Sie Witze? Nein, nie. Die zuträgliche Menge Wodka pro Person beträgt 4 Centiliter. Eine Flasche mit 1 Liter Inhalt ergibt 26 Gläser. Bei 40 Gästen sind 3 Flaschen mehr als genug. Ich finde, Sie hat sowas von recht. Als ob Saufen ein bedeutender Teil unserer Kultur wäre. Ich habe einen Bärenhunger. Sie bestimmt auch, oder? Ja. Auch einen Nachschlag? Ich meine, Sie haben doch noch Hunger, oder? Ja. Also. Bitteschön. Das ist köstlich. Ja, das ist unsere Standardmahlzeit. Gibt's einmal die Woche. Ich habe mir Gedanken über die Profitabilität des Hofes gemacht. Darüber reden wir morgen. Für heute reicht's mit Arbeit. Ja, aber wenn man die Nettoarbeitszeit addiert... Wir beide machen jetzt einen Ausflug. Heute Abend ist die große Feier. Sie wollen mich entführen, weil ich Ihnen peinlich bin. Sie sind mir doch nicht peinlich. Wir müssen die Himbeeren für die Torte holen. Allein schon deswegen müssen wir rechtzeitig zurück sein. Ja, aber Martha und Pola haben da noch so viel zu tun. Ja, umso wichtiger, dass wir beide ihnen dabei nicht im Weg rumstehen. Jetzt wird erstmal aufgegessen. Das wollte ich Ihnen zeigen. Hier haben Dorota und ich als Kinder immer gespielt. Und wo finden wir jetzt die Himbeeren? Bei unserem Nachbarn Spinjev. 5 Minuten von hier. Ja, aber was machen wir denn hier? Es erfüllt keinen Zweck. Der Weg ist das Ziel, schon mal gehört? Das ist unlogisch. Ein Weg ist ein Weg und ein Ziel ist ein Ziel. Das eine kann nicht das andere sein. Sie widersprechen Konfuzius. Negativ. Die korrekte Übersetzung lautet, ich habe meinen Willen auf den Weg gerichtet. Das ist eine andere Aussage. Einfach kurz hier warten, okay? Ich bin gleich wieder zurück. Moment! Gleich! Ja.
Was ist in deinem hübschen Kopf anders als bei Menschen wie mir zum Beispiel? Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich sehe Farben intensiver und höre Geräusche deutlicher. Mein Gehirn stellt andere Zusammenhänge her als das von NTs. NTs? Neuronaltypische Menschen, so wie du. Asperger, so wie ich, können sich bei keinem Menschen wirklich sicher fühlen. Geborgenheit, Vertrauen, sich einfach gut verstehen, das sind Worte. Ich weiß, was sie bedeuten, aber ich kann sie nicht fühlen. Und jetzt? Fühlst du jetzt auch nichts? Dies ist kein guter Ort für Sex. Ich bitte? Es wäre vernünftiger gewesen, sich nicht vom Hof zu entfernen. Der Bauwagen eignet sich wesentlich besser für den Geschlechtsverkehr. Wer redet denn hier von Sex? Du wolltest mich doch küssen. Ja, ich dachte, du wolltest mich auch küssen. Ja, und wenn man sich küsst, dann hat man danach Geschlechtsverkehr. Deshalb küsst man sich doch. Dann sollten wir uns besser nicht küssen. Gut. Ja, gut. Wann wir die Himbeeren holen. Dreieinhalb Stunden, um Himbeeren vom Nachbarn zu holen. Ich hatte schon Angst, Onkel Dimitri müsste auf seine Himbeertorte verzichten. Nächstes Mal mache ich selber. Ich sehe, dass du traurig bist, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Nichts. Du hast auf der Rückfahrt kein Wort gesprochen. Das hat nichts zu bedeuten, Sabine. Frau Waldmann. Herr Jakob. Sie wollen sich doch nicht eine traditionelle masurische Namenstagsfeier entgehen lassen, oder? Ich glaube kaum, dass ich dort gern gesehen bin. Oh, ich wüsste jemand, der sich sehr über Ihre Anwesenheit freuen würde. Und damit meine ich nicht nur mich. Wen meinen Sie denn? Marek kann es nicht sein, er wollte mich vorher nicht küssen. Dafür gibt es vielleicht Gründe. Hat er mir nicht gesagt. Dann sage ich Ihnen jetzt einmal was. Mann und Frau sind, weiß Gott, nicht füreinander geschaffen. Aber wenn Liebe ins Spiel kommt... Liebe geht bei mir nicht. Zugegeben, Liebe ist eine komplizierte Sache. Da habe ich auch einiges falsch gemacht, was das betrifft. Ja, als ich jung war, da wollte ich die Welt sehen, Abenteuer erleben. Bin von ihr abgehauen, bin zur See gefahren und habe es immerhin zum Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes gebracht. Und was machen Sie denn wieder hier? Ich versuche, den größten Fehler meines Lebens wieder gut zu machen. Marthas Herz zurückzugewinnen. Martha und Sie waren einmal ein Paar. Ja. Wenn ich damals nicht abgehauen wäre, wären wir wohl eins geworden. Ja, und seit ich wieder hier bin, mache ich ihr jedes Jahr einen Heiratsantrag. Bei mir ist es was anderes. Ich kann nicht lieben. Unsinn. Jeder Mensch kann lieben. Das hat die Natur so vorgesehen. Korrekt. Gegenseitige Anziehung beruht auf einer chemischen Reaktion des Körpers. Hormone wie zum Beispiel Serotonin, Adrenalin oder Oxytocin sorgen dafür, dass wir ein Gefühl der gegenseitigen Anziehung, so etwas wie Verliebtheit, empfinden. Und das soll bei Ihnen nicht funktionieren? Nein. Wissen Sie was? Jetzt kommen Sie erst mal mit auf das Fest. Bitte. Gut.
Dimitri. Jakob. Alles Gute zu deinem Namenstag, mein Lieber. Ah, und was für hübsche Begleitung. Könntest du so lieb sein und für unseren Gast Platz machen? So hübsche Tischdame hat man nicht alle Tage. Lieb von dir, Cenqui. Setz dich gleich zu. Ja? So, und jetzt musst du erst mal essen. Du bist zwar ziemlich hübsch, aber viel zu dünn. Gar nicht gut, wenn man so mager ist. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger. Du musst aber essen, Kindchen. Du solltest so viel essen, bis du wieder runde Bäckchen hast und viel Kraft. Aber jetzt stoßen wir erst mal an. Alkohol nehme ich äußerst selten zu mir. Aber warum? Polnischer Wodka ist doch nichts anderes als blitzsauberes Wasser. Trinken wir auf deutsche Ordnung und polnische Wodka. Na, Zdrowie. Zdrowie. Na, und wie gefällt dir bei uns in Masuren? Gut. Musst mir nachher erste Tanz reservieren. Tanzen gehört leider nicht zu meinen Stärken. Ach, keine Sorge, die Schritte sind gar nicht so schwer. Nicht wahr, Onkel Dimitri? Naturalie. Mir bereitet insgesamt die Koordination der Bewegung erhebliche Probleme. Und was machst du so, wenn du Marek nicht zufällig wieder mal schöne Augen machst, was ihn zur Weißglut bringt? Warum sagst du nichts mehr? Was ist los mit dir? Denken Sie an Ihre Zahlen. In welchem Jahr wurden Sie geboren? 1949. Dann war Ihr erster Namenstag ein Samstag. Das stimmt genau, Dimitri. Man weiß doch, dass dein Vater so viel Wodka intus hatte, dass er in der Kirche überhaupt nicht mehr gerade stehen konnte. Wie hast du das gemacht? Das Prinzip basiert auf einem einfachen Algorithmus, mit dem man im Grunde den Wochentag zu jedem beliebigen Datum errechnen kann. Dieser Mann hat vor 40 Jahren und 3 Tagen Masuren verlassen. Was war das für ein Wochentag? Mittwoch. Das stimmt, ja, 3! Ja, 3! 24.8.73. Freitag. 6.8.70. Dienstag, Donnerstag. 21.5.79. Montag. Montag. 5.5.90. Samstag. 7.2.82. Ah, Sonntag. Trinken wir. Das probieren. Das probieren. Maciek? Wodka. Kalina, Wodka. Ganz schön einen Tee, die Frau Waldmann. Das wird's morgen sicher bereuen. Was geht dich das an? Sabina, Wodka. Ach komm, Marek, lass uns tanzen. Hm? Lass das bitte. Ich mein's ernst. Onkel Dimitri, willst du der Deutschen nicht mal zeigen, wie man eine masurische Polka tanzt? Schüsschen. Ja. Polka! Na, Skorovje. Na komm, Mädchen, tanze. Komm. Polka, nicht stolpern. Ich darf doch, oder? Na ja. Zwei Vierteltakt, du zählst dich für, okay? Eins, zwei? Eins, zwei. Wo ist die Eins? Das spürst du. Okay. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, eins, zwei, eins, zwei, eins, eins, zwei. Das geht! Ja. Eins, zwei, eins, zwei. Wusstest du? Das ist Wodka. Wodka ist einfach wie Wasser. Was? Eins, zwei, eins. Ich glaube, es reicht, ne? Ich
Ich weiß nicht. War wirklich lustig. Ja, sehr lustig. Wusstest du, dass die Blutalkoholkonzentration bei gleicher Menge konsumierten Alkohols bei Frauen in der Regel höher ist als bei Männern mit demselben Körpergewicht? Ja, das ist aber sehr interessant. Liegt an dem Körperwasser. Moment. Bei Männern beträgt das Körperwasser ungefähr 68% des Körpergewichtes. Aha. Und bei Frauen nur 55. Ich war dir doch peinlich auf dem Fest, deshalb sind wir gegangen. Nein, du warst lustig. Die anderen waren peinlich, die Suffköppe. Wirklich? Du lügst mich nicht an, oder? Ich hasse Lügen. Ich würde dich niemals anlügen. Wenn ich das bitte schriftlich haben, einfache Ausfertigung reicht. Ja. Ich würde dich jetzt gerne küssen. Ich dich auch. Aber bist du sicher? Ja. Ja. Du weißt, was da passieren kann. Ja. Hiermit verspreche ich, dass ich Frau Sabine Waldmann nie anlügen werde. Marek Kowalski. Morgen. Morgen. Gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Und du? Ja, aber du bist eine Bettdeckenräuberin. Mir war kalt. Ja, mir dann auch. Aber es war trotzdem sehr schön. Hatten wir Sex? Nein. Wir haben uns noch nicht mal geküsst. Nicht? Nein. Und sonst auch nichts. Was machst du da? Ich berechne den Optimierungsbedarf des Hofes, um ihn in eine autarke Gewinnzone zu bringen. Hä? Ausreichende Gewinne ohne das Zusatzeinkommen von Dorota. Ihre Arbeit in Deutschland ist nicht gut für Tomek und Janusz. Ja, das stimmt. Ich habe die Milchertragsmengen, den Ausstoß der Käserei und den Zeitaufwand der einzelnen Arbeitsvorgänge bereits erfasst. Aha. Was musst du jetzt noch wissen? Um zu bestimmen, mit welchen Maßnahmen und in welchen Bereichen sich die Leistungsfähigkeit des Hofes und der Pension noch steigern lässt, brauche ich die Unterlagen aus der Buchhaltung. Gehen wir sie holen? Später. Komm. Sabine, komm, es ist schön warm und überhaupt nicht tief. Du hältst mich wirklich fest? Ich kann es dir gerne wieder schriftlich geben. Du wirst nicht untergehen. Versprochen.
Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt reicht's. Willst du schon mal reinkommen? Nee, ich komm nicht mehr rein. Nee, wirklich nicht. Sabine, hör auf! Jetzt komm raus, bitte. Du hast schon ganz blaue Lippen. Das war unglaublich. Du bist unglaublich. Danke. Ich liebe dich. Ich glaube, ich gehe mich mal umziehen. Klar. Ich suche schon mal die Unterlagen, ja? Gegenseitige Anziehung beruht auf einer chemischen Reaktion des Körpers. Hormone wie zum Beispiel Serotonin, Adrenalin oder Oxytocin sorgen dafür. Nein! Er ist ein Mann, ich bin eine Frau. Er ist ein Mann, ich bin eine Frau. Er ist ein Mann, ich bin eine... Ja, Waldmann? Herr Frobel. Nein. Ja, kommen Sie vorbei. Je schneller, desto besser. Danke. Sie wollen die Weide selber kaufen? Einen anderen Interessenten habe ich so schnell nicht auftreiben können. Außerdem gefällt mir die Lage. Herr Kowalski benötigt diese Weide für seine Büffelzucht. Sie werden ihm das im Vertrag garantieren müssen. Das wirkt sich dann aber auf den Preis aus. Wie viel bieten Sie? 22.000. 28.000. 23. 29.000. 25.500. Setzen Sie den Kaufvertrag auf. Ich hab's geschafft. Die Weide ist verkauft. Aber warum? Jetzt hat sich doch so viel verändert. Negativ. Die Situation ist unverändert. Ich brauche das Geld. Und wir? Was ist mit uns? Ich gehe zurück nach Deutschland. Aber wir machen das doch hier gemeinsam. Das ist keine Option. Warum nicht, Sabine? Bitte erklär's mir, warum? Ich kann dich nicht lieben. Tut mir leid. In Ordnung? Ärger mit Marek? Er sagt, er liebt mich. Ist doch wunderbar. Dann sind wir doch schon ein ganzes Stück weiter. Das ist völlig inakzeptabel. Wie kann denn Liebe inakzeptabel sein? Ich habe das doch schon gesagt, ich kann nicht lieben. Woher wollen Sie das so genau wissen? Weil ich nicht weiß, wie andere Menschen fühlen. Ich werde nie diesen Moment erleben, in dem ich einem anderen Menschen in die Augen schaue und weiß, was er gerade fühlt. Aber das passiert doch, wenn jemand sagt, ich liebe dich. Kein Mensch kann sicher wissen, was der andere denkt und fühlt. Aber man kann versuchen, sich in die Welt des anderen hineinzuversetzen, um es herauszufinden. Kann ich nicht. Ist Ihnen zu riskant, was? Nein. Ich weiß, ich kann nicht lieben. Frau Waldmann, nun warten Sie noch mal ab. Frau Waldmann, nun warten Sie doch mal. Frau Waldmann, ich werde Ihnen beweisen, dass auch Sie lieben können. Und zwar streng wissenschaftlich, versteht Sie. Wären Sie bereit für so ein Experiment? Ja.
Wenn Marek Sie anlächelt, müssen Sie dann zurücklächeln? Ja, das erste Mal vor 3 Tagen. Aha. Klopft Ihr Herz, wenn Sie an ihn denken? Gestern Abend besonders stark, als wir bei der Feier oben ankamen. Und wenn er nicht da ist, müssen Sie dann auch an ihn denken? Woher wissen Sie das? Was passiert, als Sie ihm das erste Mal die Hand gaben? Hatte ich so ein Kribbeln in der Nase. Aha. Und was ist das für ein Gefühl, wenn Sie an ihn denken? Warm, allerdings unabhängig von der Außentemperatur. Ja, das ist doch interessant, oder? Sie meinen, diese irrationalen und völlig unlogischen Empfindungen deuten darauf hin, dass ich Marek liebe? Ja. Sie sind der unumstößliche Beweis. Sie haben recht. Ich liebe ihn. Ich kann lieben. Ich liebe dich. Ja. Malk, das kann doch so nicht weitergehen. Ich habe einen Fehler gemacht, okay, aber das ist jetzt über ein Jahr her. Soll ich ewig dafür büßen? Sag mal, kannst du eigentlich nur an dich denken? Das interessiert mich nicht. Marek! Du hast mich mit meinem besten Freund betrogen und monatelang angelogen. Und als ich dich darauf angesprochen habe, hast du nicht mal den Mut gehabt, es zuzugeben. Es tut mir wirklich leid. Und jetzt meinst du, es ist wieder alles okay, oder wie? Was soll ich denn sonst tun, außer mich bei dir zu entschuldigen? Wie soll ich dir denn sonst zeigen, dass ich dich immer noch liebe? Es ist vorbei, Pola. Ist es, weil du in sie verliebt bist? Sabine hat damit nichts zu tun. Ich liebe dich nicht mehr, Pola. Es tut mir leid. Werdet ihr hier Sex haben oder geht ihr ins Haus? Was? Ich kann lieben. Wie, du kannst lieben? Jakob hat es mir bewiesen. Jakob? Aber ich möchte einen monogamen Mann. Was ist los? Der Mann, den ich liebe, den möchte ich für mich alleine haben. Aber du hast mich doch für dich ganz alleine. Du hast sie geküsst, ihr werdet Sex haben. Nein! Und ihr werdet beide tolle Kinder bekommen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Weil er dort Villen für Neureiche hinbauen und sich die Taschen voll machen will. Das wird nicht passieren. Das Grundstück ist für die nächsten 10 Jahre zweckgebunden. Und zwar ausschließlich zur Nutzung als Weide. Frau Weidmann hat mich gebeten, mit Ihnen diesen Entwurf eines Businessplans für das Agrotourismusprojekt und die Büffelzucht zu besprechen. Das hat sie gemacht? Sie hat mir den Plan heute Morgen um 4 Uhr früh zugemailt. Und ich muss sagen, dass ich den Plan ausgezeichnet finde. Er schließt den Betrieb sowohl staatliche als auch europäische Fördertöpfe. Mit dem Ergebnis, dass für den Erhalt der Liquidität keine weiteren Nebeneinkünfte schon ab dem nächsten Jahr vonnöten sein werden. Meine Tochter müsste nicht mehr in Deutschland arbeiten. Mhm. Genau, das müsste sie nicht mehr. Frau Weidmann hat eine äußerst präzise Bestandsaufnahme vorgenommen. Es ist alles bis ins Detail von ihr analysiert und eine Strategie ausgearbeitet worden. Es macht mich stolz, Ihnen bei der Umsetzung unterstützend zur Seite zu stehen. Wo ist Sabine eigentlich? Na, am Bahnhof, vermute ich. Sie schrieb, sie wollte am Mittag den Zug nach Warschau nehmen. Das glaube ich nicht.
Hiermit verspreche ich, dass ich Frau Sabine Waldmann nie anlügen werde. Marek Kowalski. Sabine? Sabine! Sabine! Schon wieder. Ich kann lieben. Ja. Oh. Dienstag. Sagen Sie mal, haben Sie keine Augen im Kopf? Wenn dich das Gefühl nicht mehr loslässt.